dritte Etappe und Gesamtwertung. Hier auch eine schöne brüderliche Geste, die Arbeit fair geteilt. Hier hätte ich gedacht, weil Verde gewinnt hier, aber jetzt mit den Kurven und diesen Straßen, die Gittern am Rand, bin ich nicht ganz sicher, ob er da noch vorbeikommt oder ob er es nicht hat. Ja, er noch erst einen Ticken schneller, weil Verde wird sich ja dritten Platz absichern. Erste Vollmer, die haben wir gesagt, einfach als Letzter auf die letzten 300 Meter gehen. Dann klappt das. Jonas Winkelgart haben wir gerade gesehen, der hat sich auch gefreut, den rechten Arm in die Luft gereckt. Wir haben das Rennen gewonnen. Ich bin auf dem Podium und Pavel Bauer, der hier reinkommt, er wird sich leider dann vom Podium verabschieden müssen, denn vor dem Start hatte er nur ein paar Sekunden Vorsprung auf Tadej Pogacar. Das wird dann am Ende wohl nicht reichen für Pavel Bauer. Aber bester Baske wird in der Gesamtwertung dieser Baskenlandrundfahrt bleiben. Chavez, Landa kommen rein mit einem Rückstand von etwas mehr als